Nach langer Trainingsunterbrechung zeige ich euch heute hier auf, wie ihr euer Beinprogramm wieder auf Vordermann bringen könnt mit Hilfe der Kniebeuge. Dieses Programm wird 8 bis 10 Wochen angewendet und beinhaltet 2 bzw. 3 Einheiten in der Woche. Das muss dann allerdings jeder selber entscheiden. Zuerst beginnt man mit einer leichten Einheit am Montag. Nachdem man den Plan abtrainiert hat, geht man über zu den Nebenübungen. Das sind Beinpresse und Beinbeugen sowie Beinstrecken, damit man nochmal einen richtigen Trainingsreiz setzen kann, um die Muskelentwicklung voranzubringen. Ich habe hier im Nachfolgenden den Kniebeugeplan aufgeschrieben für die nächsten 10 Wochen. Jeder Athlet kann den individuell für sich umschreiben. Das ist nur ein Beispielplan, wie man da vorgehen kann. Falls ihr den Mittwoch noch mit einplanen solltet als Trainingstag, dann macht bitte nur eine mittlere Belastung auf der Hackenschmidt bzw. Beinpresse, denn Freitag ist dann das schwere Training angesagt. Wenn ihr den Freitag schwer Kniebeuge ausführt, beachtet bitte die Technik weiterhin, die Pausen zwischen den Sätzen, die Wiederholung und natürlich die Belastungsgestaltung. Es folgen dann wiederum im Anschluss die Nebenübungen Beinpresse, Beinbeugen und Beinstrecken. Diese sollten dann leichter trainiert werden, um euch nicht völlig zu verausgaben, alle anderen Beinübungen haben zu unterlassen. Nach Ende der 8. bzw. 10. Woche solltet ihr, wenn möglich, einen Maximaltest durchführen unter allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, damit ihr keine Verletzung bekommt. Und wenn ihr das erfolgreich abgeschlossen habt, macht bitte eine Woche Ruhe, erholt euch ordentlich und nach der Woche könnt ihr euch einen individuellen Plan wieder zusammenstellen für Masseaufbau oder sogar für die Kraftentwicklung. Ich wünsche euch viel Erfolg bis dahin.